und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, weiteren Folge hier auf dem Channel mit Brief Edge. Und ja, ich bin gar nicht mehr auf dem Stand. Ich habe jetzt eine längere Aufnahmepause gehabt und der Flexi aus der Vergangenheit hat uns hier gelassen. Ich weiß gar nicht mehr, was war. Normandie erreichen? Okay. Und anscheinend haben wir hier auf der Station aufgehört. Wir haben ein Fahrzeug gefunden. Wir haben etliche Sachen gefunden. Stimmt, daran kann ich mich entsinnen. Da hinten haben wir auch was gefunden. Ich bin jetzt gar nicht mehr. Wir haben 200 Atem? Was? Oha, so weit waren wir schon gewesen. Was haben wir im Inventar? Erste-Hilfe-Kiste, Sauerstoffkerze, bisschen Plastik. Okay, was steht denn an? Ressourcen, ja, Normandie erreichen. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, was wir machen wollten. Oha, da müssen wir hin. Ach du Heiliger, oder? Nee, Moment. Die Faust ist es wieder, aber wo ist die Faust? Iron Fist? Ja, gut, aber da könnte man sich aus wie so ein Star Trek Schild. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir erstmal raus. Und ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn? Wollten wir irgendwas bauen? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben unser Fahrzeug. Da unten ist unser Fahrzeug. Ist es vollgetankt? Hat der Flexi aus der Vergangenheit uns da einigermaßen das vollgetankt? Also können wir damit... können wir damit reisen? Ui. Ich wusste gar nicht, dass wir 200 Leben haben. Wie gesagt, ist eine neue Aufnahmesession. Ist schon ein bisschen länger her. Ach ja, es gab ja ein Update bei Brief Edge tatsächlich. Ich weiß aber jetzt nicht genau, was verbessert worden ist oder erweitert worden. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ich würde da tatsächlich einmal hindüsen, wenn wir das schauen. Ich weiß nicht, ob wir hier lang müssen. Oder ob wir oben über die Oberfläche müssen. Bin mir da gar nicht sicher. Weiß nicht, ob wir hier durch die Station einfach düsen. Weil wir haben ja ein bisschen Sauerstoff mit, so ist ja nicht... Ich würde einfach mal versuchen, hier so ein bisschen durchzudüsen. Und ich düse. Kommen wir hier durch? Das sieht gut aus. Ich probiere das einfach mal. Ich mache mal ein bisschen Licht an hier. Scheinwerfer. Wir schauen mal, was uns da oben erwartet. Komm, wir gucken mal. Wir haben ein paar Sauerstoffkerzen mit. Treibstoff am Auge noch mit. Aber die Strahlung steigt, sehe ich schon. Dass das eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Die steigt sehr... ich glaube, da dürfen wir vielleicht noch gar nicht hin. Vielleicht zu der Pflanze mal. Vielleicht können wir da was anbauen oder so dann. Das wäre mal ganz toll. Da oben ist noch eine Bombe. Kommen wir da hin? Stimmt, ne? Das mit dem Fahrzeug ist einfach ein Traum. Mit diesem Roller hier, mit diesem Moped. Oh, pass auf, ich tank mal eben hier benutzen. So. Kann man direkt 200. Nice. So. Hier bleibt jetzt unten die Gefahr, unten rechts. Die radioaktive Gefahr bleibt so ein bisschen bestehen. Vielleicht müssen wir uns wieder so peu à peu vorarbeiten. Schauen wir mal. Ja, mal letztes Mal wollten wir, glaube ich, auch irgendwas gebaut haben, ne? Oder konnten wir nicht bauen schon so langsam? Jetzt gucken wir erstmal, was hier ist. Und ich muss sagen, ich habe die Faust auch gar nicht gesehen irgendwie. Oh, was ist das denn da? Grün am Leuchten. Holla. Oh, lalala. Was haben wir denn hier Schönes? These look like tail sections. There are declared cargo holes inside for transporting synthetic meat. Milk and plant food. There might be something useful here. Oh ja. A fully functional farm for synthesizing beef. However, the declaration mentions only the transportation of goods. There is no data about any research conducted on the liner unnamed, but it seems that apart from transporting food, they also did some biological experiments in these sections. Okay. A strange place, but maybe we can find something useful here. Wie ich mir das schon dachte, dass man hier vielleicht was Nützliches für... Was? Ein gefährliches Objekt? Looks like an undamaged cargo section with dairy. This type of fuel can't be synthesized without a living synthetic cow. Not even with electrical tape. Oh, Glas dürfen wir so nicht anfassen. Stimmt, wie, das konnte man mit irgendwas anderes nehmen, ne? Dünger haben wir gefunden. Lul. Scannen. Warte, machen wir.
may come in handy if you calibrate it correctly. Bodenanalysegerät. Okay. Toll. Finden wir vielleicht ein bisschen Swarmarama hier oder so? Ich setze mich mal wieder auf unseren Antrieb, also unser Düsenjäger. Da müssen wir erreichen. Ach, da ist die Faust. Judging by the signal, there's an anti-asteroid turret nearby. I hope you don't look much like an asteroid, but it's recommended that you stay away from the guns. These turrets can attack a large moving object without even knowing. Da oben sind Waffen drauf. Oh Gott. A modern space greenhouse. It's used on planets unsuitable for agriculture. It's useless for the liner and takes up a lot of space unless it's used for scientific purposes. Obendrauf sind Waffen. Wir dürfen den nicht. Oh Gott, warte mal, ich nehme mal eben eine Kerze. Wie kommen wir denn da rein? Wir dürfen also nicht den Waffen in Nähe kommen. Scheinbar müssen wir nach oben. Wo die Waffen drauf sind, würde ich für wetten. Wetten wir? This is the first time I've seen a spacesuit designed for a cow. Usually they don't keep animals in open space, even synthetic ones. Although your chicken triggers some questions. Sieht das aus, als wäre da oben ein Eingang? Ich bin mir nicht sicher. Sieht nicht so aus, ne? Ah, wie kommt man da rein? Das wäre eine interessante Frage. Ich sehe auch keinen Eingang. Verdammt. Weil unten drunter? Turret detected. Ja, Geschütz erkannt. Solange ich unter dem Trümmerhaufen hier bin, ist doch alles gut. So, okay. Aber hier kommen wir, glaube ich, nirgendwo rein, ne? Gibt's, glaube ich, auch keinen Durchgang. Schwierig. Da müssen wir auf jeden Fall gucken. Naja, was haben wir. Was ist das denn hier? Was zum. Biologists tried to make synthetic cows adaptable to independent growth and grazing, and therefore jelly-like specimens without any bone structure did not do well. Eine Kuh im Weltall, juhu! Probably they fed synthetic cows with it. Gibt's denn hier. Be careful with artificial beef. This product explodes more often than it's eaten by. Eine Rindergranate, okay. Wahrscheinlich können wir damit die Geschütze ausschalten. Was ist das hier? Untersuchen, ein Kochtopf. Aha. Die Kochutensilien ist im Weltraum. Achso, die Kochutensilien sind im Weltraum nutzlos. Es ist wahrscheinlich handgemacht. Ja, wahrscheinlich. Attention, Smuggler. Despite the FDA's requirements of using only synthetic meat products, its composition says natural meat, but doesn't state what kind of meat exactly. It's better. Okay, ich düse erstmal zurück. Wenn ich jetzt weiß, von wo ich gekommen bin. Ich glaube, von hier irgendwo. Ich hau mir mal so eine Sauerstoffkerze in den Balk. Und dann düsen wir erstmal zurück. Kamen wir von... Ich glaube, von hier kamen wir, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Naja, gucken wir mal, ob wir das schaffen jetzt. Weil wir müssen echt so ein bisschen jetzt mal so langsam zurück, weil der Sauerstoff uns ausgeht. This is working autonomous oxygen station. Okay, ist eine Station, aber ja, das hat sich dann wohl mal erledigt. Gut. Düsen wir weiter. Ist nicht so gut. Wir hätten unten durchgemusst. Theoretically, the cooling gel can be used to reduce the temperature and activity of the core. That is, if you find a blob large enough that doesn't evaporate before we get to the liner. Jetzt heißt es erstmal erkunden. So. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier zurück. Was war mal hier? War hier noch eine Station? Das sieht nach einer Station aus. Ich weiß nicht, ob wir da Sauerstoff bekommen. Ich probiere es mal. Sieht nicht so aus, aber hier gibt es Sauerstoffkerzen. Juhu! Wasserflasche. Wasserflasche.
Ein Koffer mit Rollen. Ein modischer Koffer für Langstreckenflüge. Einige Modelle verfügen sogar über einen eingebauten Miniaturmotoren, die einem helfen, in der Schwerelosigkeit bequemer zu reisen. Dieser Koffer wurde jedoch als gefährlich eingestuft. Nein, ich will ihn nicht mitnehmen. Mann, lass den hier. Verdammt. So, den Kochtopf auch. Brauchen wir nicht. So, ich düse zurück. Kein Sauerstoff. Wir haben aber Sauerstoffkerze. Das heißt, wir sind schon mal da, schon mal gerettet. Sprich, wir können gemütlich zurück zu unseren... Ach genau, wir sind ja hier durchgeflogen, ne? Können wir eigentlich auch außen lang? Ich frage für einen Freund. Sind wir hier... War das hier lang? Ich hau mir erstmal nochmal so eine Kerze in den Balch. So. Wie viel einfacher das doch einfach ist mit dem... Einfach ist. Mit dem... Ja, Flugdingen hier, mit dem Moped. Vielleicht können wir ja jetzt, dadurch, dass wir ja so... ja, Nahrung zum Craften haben, mit Dünger und so. Vielleicht können wir ja diesen Swarma-Rama-Teil da mal bauen, was wir brauchen. Für den größeren Düsenantrieb. Das wäre ganz toll. Müssen wir uns aber erst anschauen, die Blaupausen. Im... Ja, quasi im in unserer Station. In unserer neuen Station. So, warte, ich geh mal eben hier Sauerstoff tanken. Hallo? So. Und weiter geht's. Und so richtig eigenes Fahrzeug bauen haben wir auch noch nicht, ne? Soll's wohl geben, weiß ich wohl. Jetzt unterwegs so ein bisschen Gelee finde, nehme ich das mit. Weil für Essen und Trinken, ich weiß nicht, wie viel wir haben zu Hause bei uns in der Station. Das sieht aus wie Eis. Hier ist doch nochmal Eis. Da ist nochmal hier Gelee. Uns irgendwo noch. Ist auch nochmal Gelee. Einfach mal mitnehmen. Was warm haben wir. Und dann düsen wir mal zurück. Hey, Eis. Da ist Gelee. Treibstoff geht auch so langsam wieder so ein bisschen runter. Aber wir haben noch genug, so ist es nicht. So. Großartig. Ja, dann müssen wir die ganzen Orte erstmal erkunden, die wir gefunden haben. Beziehungsweise die neuen Orte mit den Fragezeichen und so. Die müssen wir erstmal erkunden und schauen, was uns da erwartet. Auch diese Bombe da, die wir gesehen haben. Was da wohl sein mag. Ich bin sehr gespannt. Also, das wird immer interessanter, das Spiel. So, Home Sweet Home, würde ich sagen. Hallo, Freunde. Oh, wir haben keinen Scanner mehr. Dann packe ich den auf für 2. So, was können wir denn jetzt craften? Bei Ausrüstung gibt es was Neues und bei Werkzeuge. Und zwar eine Handgranate. Nee, eine Rindergranate. Ein handfertiger Sprengkörper aus einer Dose synthetischen Rindfleisch, eine Batterie und ein einfaches Uhrwerk. Das ist der Dose angesammelten Gas entzündet sich an einem winzigen Funken, der bei Kontaktverschluss entsteht und verursacht eine unkontrollierte chemische Reaktion der Expansion der Dose, gefolgt von der Verteilung der brennenden Rinderfleischmassen in alle Richtungen. Und ein Bodenanalysegerät, ein Werkzeug eines echten Gärtners, der die Struktur, Dichte und Reibheit des Bodens analysieren kann. Es wird von Grabräubern, Chirurgen und Militär verwendet, weil es alles überall analysieren kann, wenn es richtig eingestellt ist. Interessant. Kriegen also immer mehr Werkzeuge. Gegenstände? Rindfleisch. Was? Rindfleischplatte? Nee, warte mal. Rindfleischpellet. Synthetischer Biokraftstoff, der direkt aus einer synthetischen Kuh gewonnen ist. Es ist ein Produkt der natürlichen Verbreitung von pflanzlichen Lebensmitteln mit minimalem Zugang von anderen Verbrennungsprodukten. Es ist der billigste und am wenigsten effiziente Brennstoff, der derzeit für die Beheizung von Industrieanlagen in abgelegenen Ecken der Galaxie verwendet wird. Lul. Wofür brauchen wir das? Brauchen wir das hierfür wahrscheinlich? Nee. Bin gespannt, wofür wir das brauchen. Ressourcen? Kenotron,
All mein Wissen über Kenotrons beschränken sich auf meine Kindheitserinnerung, als ich sie an die Wand warf. Ich erinnere mich, dass mein Großvater erklärte, wie sie funktionieren, welche Art von Strom sie korrigierten. Aber ich habe ihm nicht aufmerksam zugehört. Ich hoffe, wenn du sie einfach in die richtige Steckdose steckst, wird nichts Schlimmes passieren. Aber was das macht, wissen wir noch nicht, ne? Okay. Synthetischer Dünger war das jetzt für... Ah, hier. Können wir hiermit herstellen für synthetischen Dünger, aber okay. Was brauchen wir denn für die Granate? Eine Batterie noch. Haben wir doch bestimmt, ne? Achso, Essen, Trinken, warte mal. Haben wir noch was zu essen hier? Da. Habe ich sogar noch hergestellt beim letzten Mal. Da hat der Flexi in der Zukunft noch gut vorbereitet. Wir können aber trotzdem mal eben was herstellen. Zweimal essen, würde ich jetzt sagen. Und zweimal Wasser, wenn es geht. Vielleicht. Aber ich glaube nicht, wir haben nicht so viel Eis. Zweimal Eis brauchen wir dafür. Naja, ist nicht schlimm. Egal. Dann droppe ich das mal wieder hier. So, die Sachen packe ich wieder hier rein. Plastik auch. Schaber wie... 8 Haltbarkeit. Können wir gleich nochmal einen herstellen. Ich glaube, zweimal Schaber brauchen wir dafür. Können wir nochmal eben machen. Werkzeuge... Ne, dreimal Metall brauchen wir dafür. Ach so. Hier ist nochmal Metall drin. Guck mal, nehmen wir mit. Radfarben haben wir. So. Weil den brauchen wir ja eigentlich fast immer, kann man sagen. Sehr schön. Die Dose aber auch mit. Die würde ich einmal einlagern. Weil ich würde jetzt tatsächlich mal so 3 Reserve einfach nur zur Vorsicht Sauerstoffkerzen mitnehmen. Und dann würde ich ganz in Ruhe jetzt erstmal auf Erkundungstour gehen mit euch zusammen. Und hallo, mürrischer Maulwurf. Wird so ein bisschen so die Fragezeichen abklappern und so die Bombe, die wir gesehen haben. Ich weiß nicht, ob... Nee, die war das, glaube ich. Schauen wir mal. Dass wir das jetzt einmal machen. So. Dann lass uns mal dahin düsen. Und mal gucken, was uns da erwartet. Ich bin sehr gespannt. Weil hier so im Umkreis dürfen wir ja. Da ist ja dieses Schiff, wo wir ja bombardiert werden oder beschossen werden, wenn wir da zu nah dran gehen. Deswegen würde ich sagen, halten wir uns davon erstmal fern und arbeiten uns erstmal so Schritt für Schritt jetzt an die anderen Sachen. Also jetzt erstmal hier die Bombe und dann würde ich mal vielleicht so langsam mal gucken, was da so ist. Das sieht aus wie Sauerstoff, oder? Könnte sein. So. Sieht halt schon sehr spektakulär mal alles aus, ne? Muss man einfach sagen. So. Was haben wir hier? Was ist das Schönes? Ich werde es markieren. Ja, was denn? Wirst du machen? Brennstoffpaletten, okay. A container for transporting beef. Its casing is bloated, which indicates possible damage to its contents due to bad transport conditions. I don't recommend approaching such. Neue Blaupause Sprengstoff. Okay, wir haben eine Sprengstoffblaupause hier bekommen. Sehr schön. Können wir bestimmt gut gebrauchen. Haben wir das abgeklappert, dann würde ich jetzt als nächstes mal dahin fliegen, was da auch ist. Und vielleicht dann mal da drüben die... ansteuern, die Bombe da drüben. Sprengstoff, wofür könnte denn Sprengstoff sein? Müssen wir irgendwas zerstören vielleicht? Na, können wir hier atmen drin? Apparently someone tried to make a cryo chamber out of it to wait for the rescuers. Handlicher Schaber. Was zur Hölle?
Scanner. Wassermaschine Blaupause. Oh nein, wie geil. Wir können eine eigene Wassermaschine. Das ist ja nice. Mega. Das heißt, wir können eine eigene, einen eigenen Vorrat dann. Ob wir so peu à peu so für Essen und Trinken dann auch zu Hause. Was hier? Reparieren. Warte mal. Ja, wir können den Sauerstoff auffüllen. Nice. Kostenlos. Das heißt, wir können uns zu Hause einen Automaten hinstellen, wenn wir eine eigene Hütte haben. Das ist ja cool. Aber bis dahin ist, glaube ich, noch ein weiter Weg. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen dauert, bis wir eine eigene Bude haben. Also denke ich mal, dass wir jetzt peu à peu erstmal die ganzen Blaupause erstmal kennenlernen. Gut, dann lass mal weitergehen. Oder weitergehen vor allen Dingen. Weiter reisen. Da ist auch eine kleine Raumschiffstation. Weiß nicht, ob wir durch den Ventilator fliegen müssen oder ob wir hier zwischendurch kommen. Beziehungsweise kein Ventilator, ist ja anscheinend ein Triebwerk, so wie das aussieht. Entschuldigung. Ein Triebwerk. Lass mich raten, das ist innen, oder? Was zur Hölle ist das hier? Oh Gott. Was ist das denn alles? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. I will mark it. Okay, was? Komme ich hier lang? Darf ich hier lang? Something exploded here, probably. Irgendwas ist hier wahrscheinlich explodiert. Ja, das stimmt wohl. Untersuchen. EMP-Granate. Juhu! Damit können wir eventuell auch die, na, sag mal schnell. EMP-Granate. Damit können wir wahrscheinlich auch die Geschütze ausschalten, oder? Wahrscheinlich nur kurzzeitig. Ach du Heiliger, eine EMP-Granate. What the fuck? Das Spiel entpuppt sich immer mehr und mehr. Also, was? Was wir hier alles finden, das ist unglaublich. Oh, hier, guck mal. Unfassbar. Was für Ausmaße das hier annimmt. EMP-Granate, elektromagnetischer Impulsgranate, für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Erzeugt einen elektromagnetischen Impuls und zerstört damit quasi andere Systeme oder schaltet sie für kurzzeitig aus. Ach, guck mal, hier können wir auch. Veredeltes Metall. Ja, brauchen wir jetzt nicht so dringend. Essen wäre vielleicht ganz toll. Ja, nehme ich mal mit. Hier kriegen wir Sauerstoff. Nice. So eine Zwischenstation. Oh, was mit ihm denn? Elektrizität. Neutralisieren. Was? Soll ich ein Amateurgerät, kann dein Haar super voluminös machen, so dass du wunderschön aussehen kannst auf dein Totenbett. Okay. Benutzen. Hey, wir haben hier eine Werkbank. Das ist ja nice. Cool. EMP-Granate. Rindfleisch nicht nur brennen, sondern auch gute elektrische Leitfähigkeit. Was? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sprengstoff, ach du Heiliger. Wo kriegen wir denn Rindfleisch überhaupt her? Ja, MP-Granate, Gegenstände, Ressourcen. Wo kriegen wir denn Rindfleisch her? Wahrscheinlich in Trümmer, ne? Dose Rindfleisch. Gefunden. Shuttle-Küchen, Lebensmittelabteile, Biomodule. Benötigt für Granate. Okay. Zusammengesetzt, okay, alles klar. Ja, ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts irgendwie. Wollte gerade sagen, ich klemme. Gut, gibt es hier also auch kostenlos Sauerstoff. Wo ist unser Düsen? Da. Von lauter Punkten hier sehe ich hier den Wald nicht mehr. Hier sind so viele Sachen am Leuchten, am... Naja, so, jetzt machen wir erstmal die Fragezeichen hier. Das näher dran als wie das. Wundert mich ein bisschen. Und was da ist, weiß ich auch noch nicht. Schauen wir mal. Obwohl, wisst ihr was? Wisst ihr, was wir machen? Wir übernächtigen mal eine Folge hier wieder außerhalb. Wir übernächtigen hier in der Folge und reisen in der nächsten Folge einfach dahin. Das ist doch gar kein Problem. Treibstoff, mal gucken, ob er reicht für da. Müssen wir mal schauen.
Werden wir sehen. So, aber erstmal, huch, da. Würde ich jetzt in dieser Notunterkunft einfach mal eine Nacht hier verbringen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier an Ort und Stelle. Und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt Brief Edge. Bis dann. Tschüss.